Aber was wir alle begreifen müssen, ist, dass das Recht zur freien Versammlung unter offenem Himmel etc., wie das, glaube ich, so im Grundgesetz so ungefähr formuliert ist, also auf jeden Fall das Versammlungsrecht im Freien und das Demonstrationsrecht im Freien ein höchst wichtiges demokratisches Gut ist. Was man damit erreicht, ist allerdings eine ganz andere Frage. Das ist wohl wahr. Wie ist denn deine Erfahrung? Also ich glaube zum Beispiel, mir hat Wolfgang Schäuble Folgendes erzählt, dass er zusammen mit Helmut Kohl im Hubschrauber saß. Sie sind irgendwo hingeflogen und da fand diese riesige Kundgebung statt gegen die Nachrüstung, wie es hieß, gegen den Doppelbeschluss. Und da hat sich Kohl über diese Kundgebung fliegen lassen. Er wollte das sehen, die Zahl der Menschen. Und obwohl er natürlich bei seiner Entscheidung geblieben ist, hat ihn das doch beeindruckt. Gysi gegen Gutenberg.